WM-Halbfinale. Zwei Teams, ein gemeinsamer Traum. Für wen geht der Traum weiter? Heute finden wir es heraus. Live. Bleiben Sie dran. Willkommen im Albeit Stadium. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale der WM. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? In so einem Halbfinale brauchst du natürlich vor allem von deinen Leistungsträgern 100%. Die müssen da sein, müssen vorangehen, müssen die anderen mitziehen. Mal gucken, bei wem das heute besser funktioniert. Wir schauen auf die heutige Aufstellung. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Kroatien spielt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor Dominik Livakovic. Dejan Lovren spielt mit Josko Gvardiol in der Innenverteidigung. Luka Modric steht gemeinsam mit Marcelo Brozovic in der Mitte. Und der einzige nominelle Stürmer ist zunächst Andrej Kramaric. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Brozovic. Pašalić mit dem Ball. Schönes Dribbling, Luka Modric. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Jakob. Am Ball Jakobs. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber weiter aufpassen. Tor, sie machen es im zweiten Anlauf. Erst die klasse Parade, aber Szene bleibt gefährlich und dann schlagen sie doch noch zu. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mario Pašalić. Kroatien in der Vorwärtsbewegung. Andrej Kramaric. Kramaric! Super Parade von Mondi. So, Ecke kommt. Ja, das hat nicht lange gedauert und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich.
Wir schauen noch mal auf dieses Tor. Zunächst bringt Luka Modric die Ecke rein und dann ein wunderbarer Kopfball von Andrej Kramaric. Da ist der Keeper chancenlos. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Crépin Diatta. Ballgewinn hier. Schirmt den Ball da super ab. Mondi. Da passt er auf und hat den Ball. Das ist ein vielversprechender Pass. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Jakob. Und Saar den wieder. Der Keeper hat den Ball, der war nicht platziert genug. Brozovic. Kovacic. Perisic. Mateo Kovacic. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Mateo Kovacic. Kramaric, gute Chance. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Dia. Am Ball Ismail Assar. Er könnte das Führungstor machen. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Gefahr erstmal bereinigt. Na, da wollten sie die Führung, das hat man gespürt, versuchen alles und dann haben sie das Pech, dass das Ding am Aluminium landet. Mateo Kovacic. Kramaric, gute Chance. Sprungparade von Mondi, super gehalten. Ecke kommt ins Zentrum. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Modric springt die Ecke rein. Nächste Chance, noch eine Ecke. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Da kommt die Ecke. Er bringt den Ball nicht raus.
Marcelo Brozovic. Es ist Pause hier im Al-Bayt Stadium. Der erste Durchgang ist zu Ende. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Diallo. Schön abgeblockt. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Sabali. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Guter Zweikampf da, wird Ecke geben. Ecke in den Strafraum. Da ist der Ball erstmal raus. Mondi. Und dann doch der Ballverlust. Vielleicht die Konterchance. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Mario Pasalic. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Und jetzt könnte hier durchaus schon wieder was entstehen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Perisic. Modric. Mateo Kovacic. Ivan Perisic am Ball. Flanke abgeblockt. Die Chance auf den Konter. Er zieht nach innen. Ismail Assar! Livakovic muss sich da gar nicht groß anstrengen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Der Ball läuft richtig gut. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Gefährlich! Den wollte er ganz alleine machen, aber da wird er aufgehalten. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Sie wechseln aus. Da ist die Chance. Ja, ja, kein Problem bei diesem Freistoß.
Vorne jetzt die Balleroberung. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Das könnte vielleicht was werden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Nach 90 Minuten steht es weiterhin unentschieden. Es wird Verlängerung geben. Jetzt gibt es hier die Zugabe. Die Verlängerung hat begonnen. André Kramaric. Das macht er sehr gut. Ismail Assar. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Jakob zieht mit dem Ball nach hinten. Er versucht. Klasse gemacht. Stark geblockt. Perisic. Das ist Guardiol. Sie müssen aufpassen. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Vielleicht die Führung jetzt. Suchen die Lücke. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Sie führen die Ecke kurz aus. Bei ihm ist Endstation. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. So, die kurze Variante. Am Ball Ismail Assar. Aber dann sind sie doch nicht entschlossen genug. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet. Und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Und jetzt geht es so richtig an die Substanz. Jetzt müssen sie noch mal 15 Minuten beißen. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Luka Modric. André Kramaric. Kramaric! Es war eng, aber abseits angezeigt. Weg ist der Ball. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Na, jetzt ist der Ball doch weg. 8 Minuten noch. Kovacic. Guter Pass jetzt. Schade, Ball ist weg. Perisic. Wichtig! Er holt den Ball. Es gibt Einwurf.
Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Weiter kein Sieger. Es gibt Elfmeterschießen. Es wird spannend. Der erste Elferschütze steht bereit. Er macht den Elfer. Jetzt also das Elfmeter-Duell. Tor, sehr gut und sehr platziert geschossen. Genau unten ins Eck. Da ist er noch dran und dann geht der Ball noch rein. Das ist ganz bitter für den Keeper. Wenn du den Ball schon fast hast, dann willst du das Ding natürlich auch halten. Kein Tor, der Keeper hält. Super Parade, Livakovic wehrt ab. Klasse verwandelt. Ist natürlich auch immer eine Konzentrationssache, so ein Elfmeter. Was für ein tolles Tor! Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Kein Tor! Den wollte er lupfen, aber der Keeper ist da. Zulässig, wenn du den Elfer so ansetzt, dann musst du ihn auch machen. Sie feiern den Finaleinzug und sie feiern hier einen Mann, der zum Helden geworden ist. Also wenn du im Elfmeterschießen die Nerven behältst, in so einer entscheidenden Szene, dann sagt das eine Menge aus. Er ist ein Riesenspieler. Ja, das ist clever, ist kaltschnäuzig, Lupfer traut sich nicht jeder. Aber hier passt alles. Sehen wir noch mal schön.